Hallo, willkommen zurück zu Pokémon Ranger Gefahr Almia und ja, Blubella schreit nur herum. Let's part! Wollte ich die Geld geben, hab Cresselia dafür gefangen. Und ja, es hat ein Team Nachtschatten-Typ, der von meinem Chef in der Reihen oder Innern gekommen und hat sich die Geldgeme geschnappt und dafür hat Bodo freigelassen. Das war nämlich der Odo. Ja, da ging's ganz schön ab, hey. Okay, jetzt aber raus hier durch diesen gelben Strahl. Und jetzt heißt es, die Geldgeme wieder zurückerobern. Aber wie soll das gehen? Und es ist wieder hier ein Sandgestöber. Wie eh und je. Wir kommen jetzt zurück. Zuerst mal das Magneten fangen. Und dann ist hier in der Nähe hier ein Staraptor. Die Frage ist jetzt nur, wohin muss man jetzt? Das ist eine ziemlich gute Frage eigentlich. Und ich sollte mich hier ein bisschen mehr konzentrieren bei diesem Fang von Magnetilo. Ja, 255 pro Umdrehung. Das ist schon nett, wenn man schon einmal auflädt. Mit doppelter Aufladung ist es noch kranker. Das ist halt schon 400er wert oder sowas. Das heißt, es wird dann sehr schnell gefangen. So, Magneton. Jetzt bald war Magnetzone ja auch noch dabei. Meine Güte. Was hier alles schon los ist, ist schon richtig krass, Leute, oder? Hättet ihr erwartet, dass die Geldgeme geschnappt wird? Das wäre auch so einfach gewesen, nur Cresselia. Ich meine, Cresselia war ja auch einfach, aber keine Herausforderung groß. So, ist der Raptor gefangen. Die Frage ist jetzt, wohin muss man jetzt? Zuerst, bevor ich hier losfliege, schaue ich, ob ich Aufträge habe jetzt. Letzten Part habe ich ja schon geschaut, aber diesen Part... Ah ja, da sind schon ein paar. Vier Stück. Havebrück, Haroberdorf. Was haben wir hier? Schlotterdal. Und im Chroma-Hochland. Ja, da schaue ich auch später vorbei. Jetzt will ich zuerst mal wissen, wo muss man hin? Auf jeden Fall mal mit Staraptor ins Ranger-Hauptquartier zurück. Da unten ist ganz schön schade, um den Bett. Der Sand ist da rechts unten, wie ihr seht auf der Karte. Das Huberdorf, Hypoteros-Tempel, also ist schon schön groß, die Karte jetzt. Schön gefüllt. Finde ich cool. So, zurück zur Ranger-Vereinigung. Zurück. Hui! Hui, und das Ganze leck mich für so ganz. Ja, so ein Sandsturm, ne? Sandsturm. Sandsturm braucht sehr viel Ressourcen. So, willkommen zurück im Hauptquartier. Und bei Professor Hastings. Ich verstehe, natürlich. Die Geldgeme ist in die Hände von Team Nachtschatten gefallen. Leider, es tut mir leid. Kann nichts machen. Nun, es gibt Schlimmeres. Haha. Wir werden uns einen neuen Plan ausdenken. Selbst Mitleid bringt uns jetzt auch nicht weiter. Ich bin froh, dass Bodo in Sicherheit ist. Das ist für mich das Allerwichtigste. Unsere nächste Mission wird entscheidend sein, ob sie... Aber sie kann bis morgen warten. Was zum Teufel? Die haben die Geldgeme gestohlen, Leute! Ich reg mich nicht auf. Ich bin sicher, von der heutigen Aufregung ist jeder hier erschöpft. Wir werden euch die ganze Kraft brauchen. Also seht zu, dass ihr euch richtig ausschlaft und dann mal... Okay. Am nächsten Tage. Und ja, die Aufträge mache ich später. Ich mache sie auf jeden Fall. Aber es kommt der nächste Tag. Spannung pur. Ja, guten Morgen. Ja, schon geht's hier rund. Bin schon da, Bodo ist schon da. Ich komme erst hoch. Ah ja. Guten Morgen. Wie geht's? Hast du gut geschlafen? Naja, ich habe halt Albträume gehabt und so, aber sonst geht's. Ich konnte überhaupt nicht schlafen, das macht mich alles so fertig! Schon recht, Bodo. Professor Hastings, haben Sie durch das Studium der Blaupause der unglaublichen Maschine etwas in Erfahrung bringen können? Ja, stimmt, ja, hat der Bodo hierher gebracht, die Blaupause-Maschine. Bisher leider nichts fürchterlich. Die Datendisk ist mit einem Passwort geschützt, das all unseren Versuchen getrotzt hat. Habt ihr keinen, der das entschlüsselt oder sowas? Schlecht organisiert oder wie? Ich habe Albert darüber befragt, aber er hat einen Moment zu sehr mit sich selbst zu tun. Ein paar gute Neuigkeiten habe ich aber. Bei den Ziffern des Tagebuchs haben wir beträchtliche Fortschritte gemacht. Das weiß ich noch, das Tagebuch von Arno Dajumale. Dieser Eintrag hier datiert auf etwa 3 Jahre nach der Entdeckung des Schattenkristalls. Ich lese mal vor. Monat X, Tag XX, das heißt 20. Oktober. Wieder ein Tag mit dem Gram in alten Dokumenten und Schriften verbracht. Ich habe von der Rotgeme und der Blaugeme und der Gelbgeme erfahren. Ich weiß nun, wie der Schattenkristall die Harmonie der Gemen hasst und fürchtet. Und wie es ihn trotzdem zu ihrer Harmonie hinzieht.
Nun verstehe ich, was ich in der mir noch verbleibenden Lebenszeit tun muss. Ich muss. Bis zu diesem Punkt sind wir gekommen, also nicht weiter. Trotzdem, es gibt uns eine wenig Hoffnung, unsere Hypothese war korrekt. Die drei farbigen Gamer haben irgendeine Art von Einfluss auf den Schattenkristall. Offensichtlich kann Lumino Strahlmann zur selben Erkenntnis. Ich bitte um Entschuldigung, Albert ist mein Name. Ich habe mir heute Nacht noch einmal alles in Ruhe durch den Kopf gelassen. Hey Albert, wie geht's denn so? Ja, Albert. Hi. Ich bin zu tief beschämt. Ich habe gesehen, aber nichts verstanden. Was ich von dieser Welt gesehen habe, war unter dem es war gar nichts. Das war ein Mikroskop oder auf dem Monitor. Mehr habe ich nicht gesehen. Aber all das hat sich gestern verändert. Obwohl ich ein Feind sein müsste, habe ich Silver wie einen Bruder behandelt. Das ist so geil, ey. Professor Hastings hat mich dreimal wegen des Passworts angeschnauzt. Aber danach hat er mich in Ruhe gelassen. Ich habe ein bequemes Bett und ein warmes Essen erhalten. Und alle waren freundlich. Hat der Albert irgendwie eine psychische Problem oder sowas? Ich habe zu lange gebraucht, um es zu bemerken. Aber jetzt weiß ich, dass ich benutzt wurde. Ich wollte es einfach nicht glauben. Gestern konnte ich es mir nicht eingestehen. Ich hatte einfach zu viel Angst. Dem kann eine richtige Leitung irgendwie. Das Passwort ist Melodia. Der Name meiner kleinen Schwester. Melodia ist in Havebrück. Ich frage mich, wie es ihr geht. Albert, ich danke dir. Das war sehr mutig. Almia konnte dadurch gerettet werden. Ganz Almia. Vielleicht auch die ganze Welt. Sagt es den Wissenschaftlern, das Passwort ist Melodia. Mit großen M bitte nicht vergessen. Moment, da gehört kein Ausrufezeichen, ne? Es ist nur Melodia. Ohne irgendwas. Ohne Punkt, ohne, die Ausführungszeichen, ne? Ende meine ich. Ne? Punkt, Ende. Melodia. Strich runter. Interessante Ansage. Jo, guten Tag. Na, genau. Professor Hastings, wir sind bereit. Sehr gut, seid bitte so gut, die Daten auf den Bodenmonitor zu legen. Ja, sind richtig interessante Daten wahrscheinlich dabei. Dann lass mal leiden hier. Wow, okay. Schon etwas länger hier, dass wir was auf dem Boden gesehen haben. Was zum Teufel? Hä? Dieser Umriss? Irgendwo habe ich den schon mal gesehen. Ich bin mir nicht mehr ganz so sicher. Wo war denn das? Das ist doch nicht... Das kann nicht sein. Ich schätze, das könnte er sein. Das ist der Altroturm. Wie ganz und gar entsetzlich. Nein. Der Altroturm. Leute, die Altro GmbH hat doch damit vielleicht was zu tun. Der Altroturm ist die unglaubliche Maschine und er wird morgen fertiggestellt. Das heißt, keine Zeit mehr verlieren, oder wie? Das klingt nicht gut. Seht euch die Blaupause genau an! Seht ihr, an der Spitze des Turms ganz Almia überschauend? Dieses Objekt an der Spitze, das ist wahrscheinlich der riesige Schattenkristall! So groß wie... ja, keine Ahnung wie groß, aber sehr groß. Darum dreht sich also alles, um diesen einen Kristall! Lass mich einen Moment nachdenken, ey, kann ich mir das gerade denken, ey. Ich muss mal hier raus, kacken gehen. Okay, die wollen den Schattenkristall auf den Almia-Turm machen, aber... Almia. Altroturm. Wenn der Professor in dieser Stimmung ist, taucht er eine ganze Weile nicht mehr auf. Wir nennen das seine Strategie sitzend für eine Person. Okay. Was könnte er also in der Zwischenzeit tun? Ah ja, auf Petrolia gehen. Selbstverständlich ist das eine gute Idee. Geht bitte hinaus zu den Bürgern und versucht euch um ihre Probleme zu kümmern. Wenn ihr damit fertig seid, meldet euch bitte wieder bei mir, ihr Lieben. Im Übrigen, es könnte eine weise Vorkehrung sein, starke Pokémon zu fangen. Mich würde nichts überraschen, was in der nächsten Zeit passiert, ihr lieben Ranger. Husch, ins Köpfchen, auf Patrouille, sagt Mindy. Ja, Leute, die Altru haben doch Streck am Stecken. Da hätte man es gar nicht gedacht. Aber den Schattenkristall auf den Turm, was hat das dann für Auswirkungen? Ich meine, es sind ja kaum Minis ja schon, die Pokémon anscheinend verwirren. Aber wenn jetzt so ein riesiger Kristall auf einem Turm ist, der die Wellen aussendet, ich geh jetzt mal hier raus, dann wird wahrscheinlich die ganze Insel, wo Altro ist, ganz Almia, werden alle Pokémon wahrscheinlich verwirrt sein und ausrasten.
Das ist nicht gut. Hey, hör mal, Harry. Morgen ist Altus Geburtstagsparty. Sieh dir das hier mal an. Ich hab da eine Zeitung. Schau an. Das Almia schon Altertum wird morgen eröffnet. Ankündigung für eine reine neue Energieform. Eine neue und leuchtende Zukunft für Almia. Power Quartett spielt zur Eröffnungsfeier. Tja, aber wir wissen ja schon, was passieren wird. Der Altertum ganz oben wird der Schadkristall sein. Aber was passiert dann? Ich will es mir gar nicht vorstellen. Das Power-Cut wird live und in Farbe! In Farbe! Die werden auf der Bühne voll abgehen. Das glaubst du gar nicht. Das ist so richtig. Ich freue mich total drauf. Ich bin so hype drauf. Es ist im Moment nicht irgendwie da. Ja, ja. Ist nicht falsch, ne? Entschuldigung. Wir sind in einer Operation. Tut mir leid. Zurück an die Arbeit, Ranger. Ich bin Volkhausreiser. Tschüss! Ja. So, kurz speichern und jetzt wieder den Aufträgen zuwenden. Denn der Professor muss darüber nachdenken, wie er das jetzt lösen soll. Und ja, man muss jetzt ein bisschen warten, wenn man die Aufträge schon gemacht hat. Und ich glaube, es kommen jetzt sogar ein paar dazu. Ganz genau weiß ich es jetzt nicht mehr. Es war einfach ja vorhin 4. Jetzt sollten es ein paar mehr sein. Schauen wir mal, hier haben wir... Ach du, Hallo, Leute! Wie viel waren es vorhin? 4? 5, 6, 7, 8... Ja, ich glaube, in den Tapat haben wir was zu tun, Leute. Ja, was zu tun. Also, auf nach Havebrück. Havebrück, was? Eigentlich zweimal? Ja, ich glaube, das ist der gleiche. Heute Amoroso und ein Angler. Kann sein, dass das der gleiche Angler ist. Dann haben wir ja nach Ruberdorf ein paar. Ja, 3, 4. In Briesenau. Obwohl er nicht genau gesagt hat, was für noch. Schlottertal. Roma Hochland. Ja, ich hab zu tun, Leute, würde ich mal sagen. Ne? Also, zuerst mal auf nach Havebrück. Ist ein schöner Weg zum Angler, denn der hat einen Auftrag für mich. Das wird jetzt ein Spaß. Aber was hat die Alto GmbH? Was ist das überhaupt für eine Energieform? Ich meine, was für Energie hat das Schattenkristall? Hat das irgendeine physikalische Aussprache, Energiewellen, Energieform, keine Ahnung. Weil Altro GmbH hat ja versprochen, eine neue Energieform zu bringen, die die Pokémon-Welt hier von Öl unabhängig machen soll. Ich dachte mir vorhin Solarkraft oder sowas, ja, geht ohne weiteres, aber jetzt wollen sie den Schattenkristall hochhieven? Hallo? Der die Pokémon verrückt werden lässt? Ich gebe zu, ich verstehe diese Idee nicht, aber anscheinend haben sie ihre eigenen Ideen. So, nach Havebrück. Ich will da nicht jetzt gehen, ich flieg dann hin. Und schneiden Frau ist auch keinen Bock. Aber trotzdem, was hat Alto GmbH wirklich vor? Was ist wirklich ihr Ziel? Danke, Starator, bis bald. Und während ich hier nachdenke darüber, geht es zum Angler. Also Leute, eins kann ich euch versprechen. In den nächsten Parts wird es sehr spannend werden. Es wird hier einiges kommen. Uff, wie es das erste Mal gespielt hat, hast du mir die Haare aufgestellt. Im wahrsten Sinne des Wortes. So, der Angler hat einen Auftrag für uns. Ich glaube, das ist der gleiche. Es ist nämlich der hier, der seinerzeit das, wie hieß das nochmal? Finneon? Nein, Lumineon gesehen hat. Der hier. Ranger, hör mich bitte an! Ich habe heute Morgen dieses Amorose gefangen, aber es konnte entwischen. Und das angelte Kind hier will mir nicht glauben, schon wieder nicht. Oh, natürlich, eine bessere, gute Nachtgeschichte fällt Ihnen nicht ein, der Herr Angler? Amorose ist ein prähistorisches Pokémon. Wie sollte überhaupt noch eins existieren? Das ist schon so alt, das what the hell? Sie sind vor langer Zeit ausgestorben. Hörst du? Ausgestorben. Naja, es gibt so eine Maschine, die Fossilien wiederbelebt, heißt sie im Pokémon, ne? Die gibt's ja anscheinend nicht. Okay, jetzt reicht es mir aber. Hör zu, Ranger. Kannst du mit einem Boot auf das Meer des Weilnord hinausfahren? Dort angekommen gehst du tauchen und suchst da unten nach einer Amorosa, verdammt nochmal! Machst du das für mich? Natürlich, das Meer von Weilnord. Nicht dieses Meer, Leute, das Meer, sondern das Meer von Weilnord, das ziemlich weit da draußen ist. Du kannst tauchen? Ist das ein Ernst? Prima, dann kannst du heute einen Amoroso fangen. Dadurch kommen seine Daten in dein Verzeichnis. Das wird als Beweis ausreichen.
Ich glaube, Ammonitas als Eintrag habe ich schon. Reicht das nicht? Ich muss jetzt mal schauen. Ammonitas habe ich aber auch. Rose? Ich werde euch natürlich das Ganze hier auch mal zeigen, wenn ich fertig bin. Da gehen wir das Ganze dann mal durch hier. Alles ganz schön viel, oder? Ich meine, hallo! Was haben wir denn alle schon hinter uns? Meine Güte. Ammonitas, Ammonitas, wo war denn das? Nee. Dauert mir zu lange und auf Suche, das ist auch nicht immer so genau. So, das war. Mehr von Weilmar, das war doch. Mehr des Weilor, da ist es. Ganz hinten, aber wie komme ich da jetzt nochmal hin? Hinfliegen geht nicht. Ich kann ihn nochmal ansprechen und zu sehen, ja, habe ich das schon? Habe ich den Eintrag schon? Sag es ihm nicht! Aber ich bin ein besserer Angler als der Mann neben mir! Okay, schau mal, ich weiß, okay, ich hab's noch nicht. Nein, ich breche nicht ab. Es fängt erst richtig an! Ja. Ja, Mann! In Richtung Ölfelder. Wie kommt man denn da nochmal hin? Ich glaube, da muss man irgendwie rüber. Oder nein, Moment. Da gibt's ja irgendwo jetzt ein Weilort, glaube ich. Das einen dorthin bringt. Ist schon ziemlich lange her, Leute, dass ich das da hier war und da einen Auftrag gemacht habe. Dann kann es sein, dass ich ein paar Kleinigkeiten vergessen habe. Man musste irgendwo auf Weilort aufspringen. Ich weiß nicht mehr genau wo. Das ist das Problem. Das ist das Problem. Moment, da oben vielleicht? Nein. Da hinten vielleicht? Also ich schaue jetzt ein bisschen genauer. Wie ihr seht. Und Magnetilo, gehst du da bitte weg? Danke sehr, Magnetilo. Sehr nett von dir. Oder ich muss nach ganz hin. Ah, das ist der zweite Angler, der seinen Angel verloren hat. Also es ist doch nicht dasselbe. Es ist ein anderer. So, das Weilort ist nicht das. Heißt, ich muss von woanders herkommen. Ach, wie war das nochmal? Boah, schon so lange her. Okay, ich muss mal zuerst... Nein, nicht in die Brodellande. Ich muss in die Richtung Wüste. Das ist der hier. Die Haruba. Ja, da möchte ich mal hin. Ich glaube, das musste man von der Haruba-Wüste machen. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. So, zuerst mal in der Haruba-Wüste. Und wenn ich dann nicht mehr weiter weiß, dann sage ich eh schon zum nächsten Part, weil der Part ist auch schon so lange. Ich meine, hallo, was hier alles schon passiert hier? Was wir alles rausgefunden haben in diesem Part schon? Meine Güte. Aber ich könnte auch vieles gefasst machen, Leute. Oh ja. Okay. Oder muss ich erst einen Auftrag dafür machen? Egal, ich denke mal darüber nach, wie ich jetzt weiterkommen könnte oder wieder zurück zum Weilorb-Meer. Ich habe keine Ahnung mehr. Das reimt sich irgendwie. Und dann geht's im nächsten Part weiter, Leute. Ich sage an dieser Stelle bis zum nächsten Part und ciao und seid gespannt, was nach den Aufträgen kommt, weil ich werde sagen, Hilfe!